Ja, das ist okay. Das ist okay. Im Loading Screen haben wir jetzt anscheinend immer noch die Laggy Voice. So, hier kann man speichern. Jetzt haben wir schon wieder so lange Pause gemacht, ich habe ja gar keine Ahnung, worum es geht. Für euch sollte es natürlich auch wieder gigalaut sein, hoffentlich. Genauso laut wie für mich. Aha. Das konnten wir noch machen, also. Direkt mal ein Rätsel zu beginnen. Super. Oh, und unten, wenn wir das Rätsel richtig gelöst haben, haben wir die Lösung für dieses andere Rätsel. Allerdings fehlt uns noch die Taste. Vielleicht kriegen wir jetzt die. Okay. Bewegen. Das da sieht richtig aus. Das da sieht so aus, als müsste es noch da. Nee. Das da sieht auf jeden Fall aus, als müsste es noch hier. Das noch hier. Das kommt noch davor, ne? Testen wir mal. Ja, das sieht realistisch aus. So, was ist hier verkehrt? Da stimmt doch irgendwas nicht. So. So. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, jetzt müssten wir hier unten die Lösung haben. Aber jetzt wollen wir immer noch. Das hat er sich wahrscheinlich auch gerade aufgeschrieben. Bin ich noch gar nicht im Zimmer drin. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie man spielt. Da ist die Taste. Sheesh. Nice. Wichtig. Sonst wäre ich jetzt komplett aufgeschmissen. Sonst wüsste ich gar nicht, was wir machen sollen. So, was ist hier los? Hier ist ja alles weit weg. Na gut. Okay, warte mal kurz. Na, ich will nicht mit der Waffe kämpfen. Ich wusste es. Ah, nee, warte. So ging das. Natürlich mit unserem guten alten Rohrstock. Beste Waffe, die es gibt. Dodgen. Dodgen. Schlagen. Das sind erstmal die wichtigsten Tasten. Okay. Das können wir uns immer wieder anhören, um uns Tipps zu geben. Hier brauchen wir ein Armband. Das müssen wir auch richtig ansortieren. Das weiß ich auch noch. So. Erstmal die Taste einsetzen. Nein. Ups. Taste einsetzen. Jetzt habe ich mir das natürlich praktischerweise nicht gemerkt. Perfekt. Oh Gott, das ist ja auch gar nicht mal so wenig, ne? Ne, warte, hier rennen wir nochmal. Oh no. So, okay. Also, halbes Scope, H2, Pfeil nach oben rechts, Punkt. Ja, machen wir erstmal das. So. Nee, warte, resetten müssen wir das. Ah, so. Halbes Scope. H2, Pfeil nach oben rechts. Oh. Ich sehe jetzt schon ein Problem. Das sind auch mehr von den Dingern, ne? Halbes Scope, H2, Pfeil nach oben rechts. Punkt, Kreuz nach unten mit Mond. Das ist nämlich, das war's dann schon. Das ist zu wenig. Punkt. Kreuz nach unten. Das hörte sich aber nicht falsch an. Okay. Da geht halt irgendeine Schublade wahrscheinlich dann auf. Oder nicht? Ich mache einfach mal ganz dezent jetzt einfach für die Leichtigkeit einen Screenshot, ne? Dann muss ich mir das nicht aufschreiben wie so ein Opi. Und dann lacht mich Dina nicht mehr aus. So, Screenshot. Datei im Ziel öffnen. Nee. Ganz entspannt, PC, wir haben Zeit.
Ah, ja, guck. So. So ist. Dann gucken wir nochmal drüben. Weil ich mir ist eben schon aufgefallen, das sind halt 9. Wollte gerade sagen, Notizblock und Stift ist eigentlich dein Ding. Ja, das liegt auch alles hier. Ich habe super, super viele. Oh, ich habe den coolsten Bleistift, ne? Diese typischen Baustellenbleistift, die du einfach so mit dem Messer oder an der Schleifmaschine anschleifst, damit die wieder gehen. Richtig geil. Ich mag den. Hab mir extra gekauft damals. Aber daran hört man schon, dass ich das selten verwendet habe. Aber Bleistift ist halt auch, ja, egal. So, aber zum Malen ist der ganz cool für dieses Bild zum Beispiel. Das H. 2. Und Pfeil nach oben. Punkt. Kreuz. Das hört sich aber nicht falsch an. Finde ich. Aber warum haben wir nur. Komm, wir haben ja nur 6 Antwortmöglichkeiten. Wir haben 9 in dem Bild. Ich kann das nochmal zeigen, damit ihr das jetzt auch seht. Wir haben ja hier 9, ne? Und ich habe diese Reihenfolge bis zur 6. gemacht, aber wir haben nicht 7, 8 und 9, ne? Jetzt ist halt die Frage, warum? Warum? Ist die Frage tatsächlich. Verrät uns das Bild noch irgendwas? Haben wir hier irgendwie was? Die. Sie hat sich bestimmt was auf die Karte geschrieben. Das müssen wir uns mal angucken. Warte. So. Tresor. Hand 92, 45, 71. Ach, guck, hier steht es sogar. Mensch. Guck mal, er hat das. Er ist auch alt. Er hat sich das auch mit Stift auf ein Papier geschrieben. Er hat aber jetzt nicht den geschrieben, was wir da verwenden sollen. Das sind ja auch 9 anstatt 6. Ja, prinzipiell würde ich jetzt tatsächlich gerade nochmal einfach interessenshalber ab Dings das ausprobieren. Ab der Hälfte. Ach, jetzt habe ich das hinter den Stream gelegt, sorry. Sorry. So. Also nach 4. Nee, 2. Tom. Ja, so heiße ich. Also 3 ist das ja. Strich nach oben. Punkt. Ich will das nur mal austesten. Wenn jetzt wieder so ein Sound kommt, dann müssen wir uns ja nicht wundern. Oh, das ist sogar viel zu mittig. Nee, okay. Gut, dann vermute ich mal, wenn wir jetzt hier die, also wir haben ja hier zwei mehrere Zahlen stehen. Das sind ja genau 6. Also 9, 2, 4, 5, 7, 1. Ich dachte, das wäre für die Hände. Vielleicht könnten wir das halt verwenden, weil das ist ja eigentlich hierfür, ne? 9, 2, 4, 5, 7, 1. Hat er uns ja auch irgendwie den Schlüssel da zu dem Raum gegeben. Vor allem, weil wir den Schlüssel ja nicht aus der Hand nehmen konnten, sondern wir mussten das natürlich so machen. Ist okay, ich knabber so lange an der Tischkante. Hä, wieso? Ich meine, ich kann das nochmal versuchen, aber wir haben diese Zahlen verwendet schon. Deswegen, aber wir sind nicht durchgestrichen. Vielleicht deswegen, ne? Dann versuchen wir mal das dort mit. Also 9 ist das. 2 ist das. 4. Warte, bevor ich es mir falsch gemerkt habe. 9, 4, 5, 7, 1. 4, 5, 7 und 1. Aha, lol.
Ja, noch ein Schlüssel. Rooftop. Geil. Rooftor? Ne, Rooftop. Okay, wenn wir auch cool hat. Und noch ein Zettel. Die Bilder wurden unscharf, verschmolzen miteinander. Ich konnte sie nicht mehr erkennen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber vielleicht kannst du es. Das bringt dich ans Ziel, aber wahrscheinlich nicht so, wie du willst. Der Weg könnte etwas unangenehm und sicher auch schmerzhaft werden. Das ist er immer. Ja, dann würde ich auch im Tresor aufbewahren. Können wir die Hand nochmal... Ne, okay. Die Hand schütteln. So, wir könnten jetzt einmal nach oben und da in die Räume gehen. Haben wir noch irgendwas anderes, bevor ich schon wieder irgendwas skippe? Das. Ja, doch, wir haben alles gemacht, tatsächlich. Nice, okay, dann müssen wir nur noch nach oben. Ist... Okay. Ob wir jetzt direkt gegen so eine kämpfen müssen, da kriege ich bestimmt voll auf den Sack. Ich habe ja aber viele vorher schon fertig gemacht durch das ganze Rumeiern hier. Vorne rechts sollte ich jetzt auch reinkommen. Warte. Naja, bin ich dann vorbei. Komme ich jetzt hier rein? Kann das sein? Nee, still. Nee, ich kenne die anderen Teile gar nicht. Das ist halt relativ cool, ne? Also für mich ist das komplett blind. Macht aber Spaß. Ich kenne nur von Dead by Daylight den Killer. Ja, das war's. Das war's. Ich gehe dann mal. Mehr Arbeit. Okay. So. Das Kiddo hier. Wir warten noch einmal ab. Schade. Es ist kein Dark Pictures Anthology. Wir kriegen da kein Jumpscare. Ja. Warte mal, wo ging's denn hoch? Hier? Ne, ich bin schon wieder zu weit. Was ist denn dieser Aufgang gewesen da? Ah, ist ein bisschen verwirrt jetzt, ne? Ne, ist ja auch okay, dass es nicht viel vertreten war, aber hier war es. Also, bis jetzt geht's für mich. Also, ich bin sowieso hart im Leben und freue mich eher über sowas. Aber ich mag auch keine Jumpscare-Fests, weil du dann dich daran einmal, wenn du es dir einmal gewöhnt hast, das Game dann danach für dich langweilig, wenn das Game davon lebt. Deswegen, das sollte nicht davon leben. Darf aber gerne dafür drin sein, wenn der gut gemacht ist. Wie bei Outlast, der tote Buddy, der da am Anfang einmal dir im Gesicht rumschwingt, oder der Fahrstuhltyp, der dich einmal packt. Das ist gruselig halt, ne? Von Outlast war das ein super Beispiel. Bei anderen Spielen gibt es das halt auch, aber fällt mir jetzt gerade nicht ein. Es gibt echt gute Beispiele dafür. Siehst du, ich wusste doch, dass die Entwickler hier sind, setzen und einfach was hinlegen, wenn man jetzt sich ein bisschen umschaut. Ist schon ein kleines bisschen. Oh. Die Tür ist zu. Was für lustige Geräusche die machen. Das waren die einzigen Sequenzen, die ich nicht verstanden habe. Anscheinend hat das aber was mit der Vergangenheit zu tun, ne? Also von den vergangenen Spielen, die Sequenzen.
Wegen dem Buddy hat ein Kollege damals das Game gequittet. Ja, aber das waren zwei wenige Jumpscares in dem Spiel und die waren halt einfach gut gemacht, ne? Also dieser Buddy, der da einfach vor einem lang schwingt und halt, also für mich war der Fahrstuhltyp hier wesentlich schlimmer, weil du bist so oft an dem vorbeigegangen, jedes Mal hast du so diesen, ich will nicht, dass der mich anpatscht, Moment. Und wusstest aber, dass irgendwann passieren wird und beim dritten oder vierten Mal macht er das ja erst, ne? Boah, das ist so schlimm. 9. Mai, Regen, den ganzen Tag aus dem Fenster gestarrt, friedlich hier, nichts zu tun. Darf immer noch nicht nach draußen. 10. Mai, regnet immer noch. Hab kurz mit dem Arzt gesprochen, hätten sie mich gerettet, wenn ich keine Familie zu ernähren gehabt hätte? Ich weiß, dass ich erbärmlich bin, schwach. Nicht jeder kann stark sein. 11. Mai, wieder Regen. Die Medikamente machen mich krank. Wenn es mir nur unter Drogen besser geht, wer bin ich dann überhaupt? Dr. House wahrscheinlich. Jawohl. Wenn. 12. Mai, wie immer Regen. Ich will niemanden mehr Ärger machen, aber ich bin so oder so eine Last. Kann es wirklich Sünde sein, wegzurennen, statt zu kämpfen? Manche sagen, aber sie müssen nicht mein Leben leben. Das ist vielleicht egoistisch, aber so will ich es. Es ist so schwer, zu schwer. Es ist einfach zu schwer. 13. Mai. Der Arzt war heute hier. Er sagte, dass ich bald entlassen werde, dass ich nach Hause gehen darf. Ich sollte froh darüber sein, aber ich habe auch Angst, große Angst. Ich spüre es bald, dass bald irgendwas passiert. Wie der letzte Atemzug vor dem Sprung ins kalte Wasser. Aber tief drin weiß ich, dass es zu spät ist, umzukehren. Ja, klar. Haben wir dann endlich die Seite gesammelt, die ich schon die ganze Zeit haben wollte. Jetzt sind wahrscheinlich wir. Okay. Er schon wieder. Warum ist der denn so zu uns? Aber der ist ja generell komisch. Du warst halt unwillig und standest im Weg. Ich mähte und du gehst da so raus und dir so, brr, geh mir aus dem Weg. Und du reagierst nicht. Weil du so, what the fuck, der hat halt einen Zylinder als Kopf. Den Metallpylon da. Ach ja. Geil. Gut, gegen den weiß ich immer noch nicht, was man machen soll. Beim letzten Mal habe ich einfach nur überleben müssen. Eine gewisse Zeit, hätte ich das gewusst. Weil ich habe ja halt auch viel auf den geschossen, weil der Cutscene ja dem auf den Helm geschossen hat. Und das hat mich ja richtig hart getriggert. Weil der ja, wie das gerade gequietscht hat, weil der ja einen Körper hat, einen biologischen. Wieso sollte man dem dann auf diesen fetten Metallhelm schießen, ne? Die Zeichnungen von dem Kind sind gar nicht mal so bad. Das hat schon was irgendwie, ne? Also ich konnte als Kind nicht ansatzweise so gut malen. Und ich kann als Erwachsener wahrscheinlich nicht ansatzweise so gut malen. Also in einem Stile. In verschiedenen Stilen könnte ich bestimmt die Sachen malen. Aber halt, ja. Gut, der Hase, die Hasen kriege ich vielleicht hin. Aber den Wolf zum Beispiel finde ich richtig cool. So ein Comic davon? Nee, ich weiß nichts über Pyramid. Aber ich habe gesehen, was er letzte Folge getan hat und da war ich so, ei. Die kommen ja auch bald auf YouTube, aber ich wollte ein bisschen mehr im Voraus haben. Dass ich jetzt nicht 3 Folgen hochlade, oder sagen wir mal 8 oder so. Und dann müssen die Leute wieder auf YouTube warten, sondern dass wir das regelmäßig hochladen können. Netterweise. So, gehen wir mal dem Kind entgegen. Die beste Szene wurde entfernt. Ja, genau diese Szene meine ich. Lustigerweise, die entfernt wurde. Ich habe dann gesagt, die würde ich eigentlich schon gerne sehen, weil es ist ja eigentlich schon wichtig, gerade für mich, also für Leute, die es nicht kennen, das, was er da macht. Also nicht zu sehen, aber es angedeutet zu bekommen, weil es war halt ganz leicht angedeutet, bin ich ehrlich.
Ja, genau das, was du geschrieben hast. Genau das ist es. Und du hast es auch lustigerweise so geschrieben, dass nichts davon anstößig ist. Ich bin stolz auf dich. Andere haben das nicht hinbekommen. Hier im Chat. Wir werden so ziemlich forciert, in diese Richtung zu gehen von dem summenden Kind. Aber es sieht gut aus, das Game, ne? Ohne Spaß. Ich habe jetzt nur 30 FPS in krassen Szenen, sag ich mal. Jetzt gerade so bei diesen Szenen hier 60 FPS. Okay. Ich halte mein Maul. Ist ja schon okay. Ich mag die wirklich nicht. How do you know my name? Eddie told me. That big fat blabbermouth. Laura. Why do you keep running away from me? And how do you know about Mary? I just do. What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No. I won't, please, just... I need to know. Mary's my friend. We met at the hospital last year. Stop lying! Laura, I'm sorry. Fine! Don't believe me! See if I care! Hey! Boah. Let go! Sorry, Laura, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. Hurt by what? Look, just stay with me, okay? This is no place for a kid. Fine. But there's something I gotta get. Laura. It's important. It's important. What is it? A letter. For Mary. What? I hid it. In there. Das hört sich aber nett an. Ja, das habe ich mir auch eben gedacht. Das Festhalten war schon sehr glücklich. Ich sag da gleich noch was zu. It's in the back. Behind an old pipe. Okay, wait here. Boah, ich hasse sie. Das zweite Mal. I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Do ya? Laura, open this door right now. It's the magic word. Laura. Nope, that's not it. I guess I won't open it. Get me out of here, you rat! In your dreams, fart face. Betrugskopf. Oh nein. Please open the door. There's something in here. Sure there is. A big lying fart face. See a fart face! Laura! Laura! Ja, er sagt nicht mehr bitte. Ich hätte auch bitte gesagt, weil er hätte das Kind dann einen dafür rausgelassen. Ist ja nur ein Kind. Ja. Das hört sich nach Postkampfmusik an. Oha. Ja, wo kommen wir jetzt her? So, warte mal. Wir müssen jetzt leider kurz mal hier die Medizin nehmen, sonst sind wir instant dead. Es war ein Fuß, der da jetzt runtergeguckt hat. Der langschlendert da oben. Geil. Oh.
Ja, Moment, dodgen. Is there a way to go? Da war was. Ha, Medizin. Mehr Medizin. Die Bossmucke ist schon cool, ne? Das Ding ist, beim letzten Musik muss. Beim letzten Musik, ja, Digga. Beim letzten Boss musste ich einfach surviven. Nimm ruhig deine Schusswaffe. Sicher, dass man jetzt nicht einfach nur die Decke hier kaputt machen muss, sodass der hier durchgehend draußen hängt. Also nicht alles, aber ein Teil davon, sodass sie hier zum Beispiel an der Seite immer draußen hängen würde. Wie er da lang schlendert. Aber wir haben den angreifen können. Alle waren schon da. Mal drauf, wie sich festhält. Mit einem Arm, oder nicht? Wow, okay. Sorry, dass ich... oh, nein, das war nicht. Schneller geworden. Oh, jo, okay. Ah, okay, okay, okay. Schade, er ist nicht mehr so langsam jetzt. Ja, komm doch. Was machen wir so? Wofür haben wir die denn, ne? Jetzt lohnt sich's ja mal. Wir haben ja Munition nie ausgegeben, wenn ihr weg. Okay. Der ist echt schnell geworden. Oh lol. Der kommt auch mittlerweile weit. Ach so, natürlich. Kannst du bitte nicht das machen, was du da machst?
Eigentlich wollte ich dort schon. Ja, okay. Ich wusste ja nicht, dass wir hier komplett einen kompletten Medizinvorrat finden, aber. Ja, wahrscheinlich macht das Metall auch wieder eher weniger Sinn. Ja, genau, gehen wir wieder da hoch. Um. Oh. Jo, okay. Unangenehm, der Boy. Jetzt erstmal Hand touchen. Wie ein Elden Ring. Erstmal krabbeln. Das zweite Mal, dass sie uns umgebracht hätte, die das Kind absichtlich. Schau. Die Fleischlippe. Besiege die Fleischlippe, geil. Das war das Game vorbei. James. James. Ja. Du musst wissen, dass jedes Monster eine tiefere Bedeutung hat. Also zum Kind nochmal, ne? Das hat uns damals auch die Schlüssel weggetreten, als wir durch die Gitter danach gegriffen haben und auch mit so einem richtig schelmischen Lachen. Und dann haben wir die jetzt schon zweimal versucht zu retten und dann hat sie uns jetzt nochmal versucht umzubringen, ne? Also so langsam reicht's auch einfach, ne? Ich habe ja damals schon gesagt, dass wir die einfach, also dass wir die einfach erschießen sollen, das würde uns wesentlich mehr helfen. Aber Dinas Argument, das ist ja nur ein Kind, kann ja auch dafür zählen, würde ich sagen, ne? Kann man mal machen. Sie hat ja recht, es ist ja nur ein Kind. Aber trotzdem, ne, muss man ja auch, also doof gesagt, wenn es um dein Leben geht, würde ich da trotzdem differenzieren. Das testet seine Grenzen aus, ja. Niemand mag Laura. Wie unangenehm das sein muss, so halb in einer Pfütze aufzuwachen. Ja, das ist mir zum Glück noch nie passiert. Mit so einem Pizzastück morgens im Mund bin ich mal aufgewacht. Das war geil. Also ich bin dann eingeschlafen, hatte noch hier so ein Pizzastück hängen und dann habe ich das weiter gegessen. Patient 3141, Kennzeichen 2989, Zimmer. Symptome, Hyperfokus, derzeitige Diagnose, gute Heilungschancen, Empfehlung, schrecken Sie vor nichts zurück. Ja, es ist eine gute Empfehlung. Es gibt kein Zurück mehr. Das Kind weiß halt mehr als Tom. Ja, kann sein. Wenn das ein Kind dann schon vorher in der Geschichte drin vorkam. Aber trotzdem. So, 80 Millionen ins Spielstand. Zick.
Hä, ja, wir wollen doch alle trollen. Hä, ja, wieso trollen? Das ist ja kein Troll, wenn du das Kind, also doof gesagt, wenn du überleben willst. Lol. Also ich hätte dem Kind halt einmal angeboten, nicht zu sterben. Beim zweiten Mal hätte ich gesagt, so, ja, sieh zu, wie du klarkommst. So, das ist wie in der Zombie-Apokalypse. Da gibt es halt nur einen... Also selbst da musst du ja schon überlegen, ob du das überhaupt machen willst. Da dachte ich mir nämlich wieder... Oh. Geht's doch los? Nein? Dachte ich mir. Ich muss dir mal erklären. Ich erkläre es natürlich. Natürlich? Wie ich das machen würde. Von der Pizza-Geschichte würde ich das schon eher hören wollen. Nie. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder in dieser... ich sag mal Traumwelt. Oh, das war auf jeden Fall ein Loading Spike. Na. Doch, Pizza Story war lustig, aber es war ja schon fast alles. Ja. Ich habe hier eine Kiste platziert mit einem Kryptex-Rätsel und noch einem anderen Rätsel und einem Schloss. Okay, cool. Vielleicht müssen wir das letzte nur noch abschließen, dann wären wir ja schnell fertig. Einfach gar nicht erst nachforschen. Speichern ja natürlich nochmal. Albtraumwelt wohl eher. Das steht bei mir auch im Flur rum. Das ist bestimmt so eins von diesen Schlammbädern. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie man gegen die kämpfen muss. Oder das Pattern vergessen. Das sind natürlich die Nurses. Als erstes. Naja. Achso, wo kommt er denn her? Ah, wir sind stuck. Help me. Okay. Da müssen wir das wieder so auswählen. Jo, okay. Ey, warum sind wir da stuck in dem Ding drin? Ich komme nicht mehr runter, ne? Ah, jetzt. Das zweite Mal stuck. Also in dieser Albtraumwelt ist auch die Map ein Albtraum. Ja, das wieder nehmen. Sonst überleben wir den nächsten Angriff nicht. Also, schon, aber es sind ja zwei. Entspann dich mal. Ah, das war nicht der Triple-Angriff. An den erinnere ich mich nämlich noch, an den Triple-Angriff. Wie auch ein Messer. Scary. Okay. Diplomatie soll doch immer eine Option sein. Sollte, ja. Jetzt habe ich mich hier aber nicht gründlich umgesehen. Da war nix. Ob hier überhaupt viel versteckt ist? Mit Munition? Oh. Medic.
Das Klo läuft halt auch gut über. Da an der Ecke muss was sein. Ja, hinter uns müssen wir noch hin. Wieder eine Nurse, okay.